So, hallo liebe Leute auf YouTube. Das hier ist jetzt eigentlich ein Twitch-Stream, also bitte seht mir nach, wenn ich ab und zu mit meinem Chat interagiere. Kommt doch gerne bei mir auf Twitch vorbei, Link findet ihr dann in der Videobeschreibung. Es geht darum, dass ich ja auf Twitch die Sachen gerne live bastle und jetzt bin ich an einem Freddy-Kostüm dran. Aber das hier ist zwar eine Freddy-Maske, wird aber gleich sowas hier. Denn bei einem Jason-Kostüm kommt es ziemlich drauf an, dass nicht nur die Maske stimmt, sondern eben auch, ihr könnt nicht einfach eine Kapuze anziehen und dann denken, das ist toll. Ist es nicht. Sowas hier kriegt ihr damit hin. Ziemlich billig. Ich zeige euch jetzt wie. Der Wombat! Hallo! Ich grüße dich an diesem Samstag. Du bist gerade reingekommen hier in meinen fröhlichen Latex-Rumhantier-Stream. Also liebe Leute, die dir das auf YouTube seht, weil ich das gerade ja mitfilme, also mitschneide. Ich werde ab und zu mit meinem Chat interagieren. Freut euch, kommt vorbei und dann könnt ihr mir direkt Fragen stellen, was ich wie und warum mache. Und ansonsten sind wir einfach hier und haben jetzt eine fröhliche Zeit. Schritt Nummer 1. Ich habe die gerade angezogen und ihr seht, ich habe mir hier Markierungen gemacht mit einem Kugelschreiber. Und die schneiden wir jetzt mal aus. Danach gucken wir, ob ich es richtig gemacht habe. Könnt ihr auch in die Hose gehen. Dann habe ich halt eine 15 € Freddy-Maske verbrannt. Ich finde die als Freddy-Maske übrigens auch gut. Werden wir später was mitmachen. Ah ja, ich sehe schon. Ah, Wassermarsch vom Ganglief. Ja. Michi sagt, ich soll trinken. Es ist heiß. Trinkt auch ihr was bitte. Auch ihr auf YouTube, wenn ihr das guckt, ist mir egal, wenn Winter ist. Ihr trinkt jetzt. Ihr trinkt jetzt. Ich hab's gesehen. Du auch. Ach, so. Finde ich ja übrigens schön, dass ihr trotzdem wahrscheinlich schönen Wetter auch bei euch hierher gefunden habt. Und mit mir zusammen hier eine lustige Zeit verbringen möchtet. Jetzt habe ich schon Angst, dass ich zu hoch geschnitten habe oder zu hoch bin. Werden sehen. Ich habe hier eine normale Bastelschere übrigens. Ne? Und so ein Ding aus dem Supermarkt auch. Nichts Spezielles. Das muss ich ja hier auch nicht ganz so schön symmetrisch schneiden. Es ging ja nur drum. Also ich kann natürlich auch die Hockeymaske komplett darüber ziehen. Will ich aber nicht. Ich möchte so eine Halbmaske, damit es angenehmer ist. Das ist auch tatsächlich, wie es in den Filmen meistens ist bei diesen Monsterkostümen. Also auch der Predator hat unter dem Biohelm gibt es auch Masken, in denen er dann halt einfach hier so abgeschnitten ist. Ja. Ja, mir geht's gut, aber heiß. Ja, gut, du trinkst schon, sehr schön. Zu warm, ein bisschen erkältet. Was? Hast eine Sommererkältung gekriegt, Wombat? Das gibt's ja auch. Also besonders übel, Leute, ehrlich. Ich bin ja auch Live-Rollenspieler und Reenactor. Und bei den Temperaturen habe ich schon in Vollplattenrüstung draußen rumgestanden und auch gekämpft. Und ja, ich habe mich dann immer gefragt, warum mache ich das? Ja. Abgesehen davon habe ich dann wirklich auch immer so eine Art, ich nenne das mal Rüstungskrankheit bekommen. Denn ich hatte dann dieselben Symptome wie bei einer echten Grippe. Also den Schweiß können wir vergessen, wissen wir. Ja? Aber mir ist die Nase gelaufen. Und ich hatte halt irgendwie dann auch so Probleme mit der Stimme teilweise. Ja, so ein bisschen Heiserkeit und alles. Und das einfach halt nur durch diese maximale Elektrolytverschiebung, die du dann halt hast. Sieht das natürlich auch ein bisschen spannend aus. Ne? Das ist jetzt Face-Off. Naja, irgendwas ist immer, ne? Face-Off. Ich habe sehr viel Stress im Geschäftssatz. Ja, daran kann es ganz sicher liegen, in Kombination mit allem dann. Ja, das ist ja nicht dramatisch, dass du sporadisch dabei. Du bist ja jetzt dabei, ist doch schön. Muss ich ja nicht entschuldigen. Also, liebe Leute, die ihr das auf YouTube seht, wir schneiden gerade das Gesicht von Freddy aus. Jetzt habe ich die eine Seite so schön gemacht, habe mir auf der anderen aber nicht markiert, wie und wo. Das wird jetzt super. Vielleicht stecke ich das Ding hier nachher mal in eine Batman-Maske. Fredman. Oder Batman Krüger, wer weiß es schon. Irgendein perverser Joker, kann ja alles sein. Schere schneidet auch immer sehr gut. Nicht. So, es muss ja zum Glück nicht ganz symmetrisch sein. Ja, das nehme ich jetzt als Entschuldigung dafür, dass ich einfach nicht sauber gearbeitet habe. So. Okay, damit kommen wir nicht ganz so weit, aber ich bin mir sicher, dass das für ein hier Jokers Tochterkostüm noch was wäre. Oder für irgend so einen Perversen, der sich halt Klamotten aus Menschenhaut macht oder so. Also nicht wegwerfen.
Und das sieht doch hier eigentlich schon mal ganz anständig aus, nicht wahr? Ja, mal prüfen, ne? Jetzt sehe ich bestimmt wie ein Seehund aus. In komisch. Also mir gefällt das jetzt schon ganz gut. Ich glaube, das wird was. Gucken wir mal, wie mein Lieblings-Jason, natürlich mit Autogramm, wie der das sieht. Also man sieht, und darauf kommt es mir jetzt ja an, man sieht hier nicht die Untermaske. Ja? Also alles richtig an der Stelle. So. Die hier ist übrigens von einem Deutschen gemacht worden. Ja, aus dem Saarland. Der heißt auf der Homepage, ist es betteroffdead.com oder .net. Eins von beiden. Ich schau mal, wenn das ein YouTube-Video jetzt ist, das ihr schaut, werde ich es euch unten nach Möglichkeit verlinken. Der macht halt wirklich sehr gute Masken. Ich bin begeistert, dass wir Deutsche haben, die sowas tun. Genau wie mit meiner Silikon-Freddy-Maske, die ich ja auch habe. So, gucken, dass die wieder richtig sitzt. Der Jason hier wieder zu Hause ist, wo er hingehört. Gut, guckt mich jetzt an und kontrolliert mit. Oh, das mache ich heute aber nicht oft, das sage ich euch. Oh. Gut, ich bin also mit der Form zufrieden. Ja? Oh nein, jetzt sind hier diese hässlichen Markierungen ja drauf. Ja, werden wir gleich nicht mehr sehen. Jetzt bräuchte ich etwas. Ach, hätte ich mich doch nur vorbereitet. Ich habe ja gesagt, dass ich eine zweite habe. Die gefällt mir übrigens etwas besser. Die hat das Augenproblem nicht. Aber die musste ich übrigens schon mal reparieren, wie ihr seht. Das ist Latex. Bei der will ich die Farbe nachher ändern. Weil das ja aber immer so eine Pinselverschwendung ist, muss man das am besten in einem Aufwasch machen. Und ich habe nämlich nur zwei Pinsel. Ich zeige euch, was ich meine. Das war jetzt mit, ich weiß gar nicht mehr, Stoffsteif, Leim, Farbe, ist völlig egal. Also ihr könnt die Dinger nicht auswaschen. Es ist bretthart. Dasselbe ist bei Latex. Das trocknet genauso ein. Es wird nicht ganz so hart, aber ihr könnt den Pinsel nicht mehr verwenden. So, ich habe jetzt noch zwei übrig. Einer wird Jason und dann machen wir aber nicht nur den Kopf, denn ein häufiges Problem, wisst ihr, was ganz, ganz übel ist und was so eine Sache Liebe zum Detail angeht, ist halt auch Hände. Also nicht nur der Kopf bei Jason, sondern Hände. Und zwar, wenn man den Übergang sieht. Das ist alles in Ordnung, wenn man aus Freitag, der 13. eins nicht, ach, da kommt er ja gar nicht vor, wie wir auch auf Scream wissen, nein, sondern wenn wir mal nachdenken, Freitag, der 13.2. hat er diesen Sack über dem Kopf, nicht mal die Hockeymaske, alles gut. Bekommt er ja erst von dem komischen Nerd Shelly, der sogar zwei Hockeymasken dabei hat und eine so halb transparent ist. Gleich am Anfang vom Film sieht man die ja kurz. Und dann ist er so halbes Ende oder sowas, also halb durch mit dem Film und dann kriegt er die erst. Und da läuft er immer übrigens in Dickies-Klamotten rum. Dickies, die Marke, die halt in den späten 90ern halt in Deutschland eher bei den ganzen coolen Skatern und Rappern unterwegs war. Eigentlich aber Arbeitsklamotten aus den USA sind. Also sowas wie Engelbert Strauß, nur bei denen. Und deswegen hat er dieses grüne Hemd und diese graue Hose an. Das sind einfache Arbeiterklamotten. Die Optik hat er ja bis zum sechsten Film behalten und im siebten ist dann das Hemd unter Wasser blau geworden plötzlich. Verstehe gar nicht warum, als Kane Hodder übernommen hat. Jetzt sind wir aber mehr im Jason, ja, Nerd-Modus als im Machen. Ich hatte mal für ein anderes Projekt, und zwar war das hier für Venom, wollte ich mit diesen Glacé-Handschuhen hier als ja ein bisschen was machen und ich habe das aber jetzt verworfen, ich mache es anders, Venom löse ich gar nicht mehr so und werden wir mal sehen. Jedenfalls, ich lese gleich mal, was ihr geschrieben habt, weil da geht ja was ab. Jedenfalls machen wir, passend zu dem Kopf, im selben Farbton natürlich dann auch die Hände, die Arme. Ich meine, der trägt ja Handschuhe in meinem Lieblings-Jason, wo auch die Maske her ist, in dem Freitag der 13. Nummer 6, Jason lebt. Und der hat übrigens ein James Bond-Intro. Müsst ihr mal gucken, ist geil. Mein Lieblingsfilm, auch heute noch. Total seiner Zeit voraus, 1986, alles richtig gemacht. Oder was, 85? Eins von beiden. Und damit man eben vom Hemd zu diesen Handschuhen, nicht diese Hand, ich könnte mir die immer grau färben. Ist aber behindert. Geht ja ab, reibt sich ab. Wenn ich das hier in graues Latex tauche, dann findet das nicht statt, alles wird gut. So.
Das machen wir gleich. So sieht das jetzt aus. Ich bin damit sehr begeistert, zufrieden meine ich. Also wir haben ja jetzt Face-Off gemacht, ne? Kann ich nochmal für irgendwas verwenden. Und jetzt mische ich mir mal das richtige Grau an. Ich habe wie üblich Acrylfarbe genommen, also hier voll abtönt, Dispersionsfarbe, wie das Ganze heißt. In meinem Fall war das jetzt Zwinkolor. Ich habe aber auch hier schon mit Alpina und dergleichen aus dem Baumarkt gearbeitet. Dann habt ihr halt große Mengen, die braucht ihr, wenn ihr halt mehr machen wollt als ja, nur irgendwelche kleineren Arbeiten in Handgröße. Das Grau ist aber jetzt, die hatten halt nur komische Anthrazittöne mit Metalloptik und so weiter oder eben so ein helles Grau. Das machen wir jetzt mal ein wenig dunkler. So, anmischen. Ja, kommt doch schon deutlich besser rüber. Ist sowieso gut, wenn die erste Schicht dunkler ist. Ich kann dann auch eine zweite oder dritte, die dann immer heller wird, draufgeben. Ich meine, dass das jetzt erstmal an Schwarzanteil reicht. Latex reingemischt haben wir schon. Erst der Kopf, danach noch die Hände. Beziehungsweise einfach hier so eine Art Stulpe. Schön vermischen. Und es geht los. Hier steht der Freddy-Kopf, der gleich ein Jason wird. Ich muss also auch hier die ganzen Konturen, die will ich ja alle nicht haben. Die müssen alle auch raus. Also ist es okay, wenn ich richtig dick auftrage. Und da kann das dann auch nicht schaden, wenn man mehr Farbe als Latex in dem Sinne, also mehr Farbe im Latex drin hat, als es jetzt bei anderen Projekten der Fall wäre. Ich sage ja sonst immer gerne dazu, ein Drittel sollte Farbe sein, zwei Drittel Latex, zwei Teile Latex, ein Teil Farbe. Das kann aber gerne mal hier 50-50 werden. So. Und ich erspare euch jetzt einfach mühevoll mir zuzusehen, wie ich das überall hier erstmal anpinsle, zwei Schichten lang. Und schalte einfach euch wieder dazu, wenn das hier schon mal erledigt ist und wir dann weitermachen können. So, wir haben jetzt die Freddy-Maske auseinandergenommen. Also nur nochmal zum Vergleich, dass wir wissen, worüber wir reden. Ja, hier. Den Teil haben wir rausgeschnitten. Und aus der Freddy-Maske machen wir jetzt nach und nach mit schwarzem Latex eben einen Kopf. Da ziehen wir dann nachher die Hockey-Maske drüber. Und was natürlich so ist, wenn ich mir nochmal genau anschaue, Jason, wenn er grau ist, betrifft jetzt den Teil 6, weil er im 5. nicht mitspielt und im 4. ist er halt noch normal kahlköpfig etc. 7, 8 nicht mehr richtig, aber auch. Ja, und 9 schon gar nicht mehr. 9 ist dann völlig absurd. Vergessen wir alle den 9., alles ist gut. Und das bedeutet, da ist er grau, da blutet er ja auch nicht mehr, sondern es ist halt einfach nur irgendwie so eine ja, Gelee-ähnliche Flüssigkeit, die er dann mal so absondert. Also, ja. Und was dann blöd ist, wenn man Jason macht, und er hat ja in der Version auch Handschuhe an, das sind gelbe Trucker-Handschuhe. Problem ist jetzt halt, dass immer mal unter dem Hemd und den Handschuhen ein bisschen Handgelenk rausblitzen kann. Das kann ich nicht leiden. Aus diesem Grund habe ich mir mal Glacé-Handschuhe besorgt, und wenn ich sowieso gerade schon mit Latex arbeite, dann kann ich mir doch auch einfach so eine Stulpe hier machen. Da muss man nur dafür sorgen, dass die auch, wenn man rumpost, nicht verrutscht. Deswegen machen wir das so, dass ich mir hier die halbe Hand schon mal abschneide, aber den Daumen Einstieg, den lassen wir. Das ist jetzt auch verhältnismäßig einfach. Die Glacé-Handschuhe habe ich früher schon mal für ein anderes Kostüm benutzt. Und deswegen sind die hier schon mit Latex überzogen. Innen nicht auf der Innenseite. Das mache ich jetzt auch nicht, denn dann sind sie nicht mehr flexibel. So, ich schneide jetzt hier den Daumen einfach noch ab. Und ich weiß auch, dass mir das hier zu lang sein wird. Und wenn man Material sparen kann, sollte man es auch tun. Aber nichts ist halt blöder. Ich meine, guck mal, wir haben hier ein billiges Kostüm im Prinzip. Ja.
dass man halt aber mal durchdenken sollte. Ne? Und das nimmt halt die Illusion völlig, wenn man dann halt hier so einen geilen Kopf hat und dann blitzt da halt einfach noch so ein hier ziemlich heller Hauttyp durch. Ja, so. Das wäre dann halt, wie es nachher aussehen soll. Eine neckische 80er Jahre oder jetzt hier Manga, sonst wie was, Armstulpe. Ja, eigentlich sehr cool. Und die machen wir jetzt halt grau. Ich habe das übrigens bei der anderen schon mal angefangen, wie ihr sehen könnt, dass das aufeinander auch abgestimmt ist. So, also ziehen wir die hier mal über irgendwas, was womit ich arbeiten kann. Und schieben uns den Kopf ein wenig auf die Seite. Der muss ja noch trocknen, das braucht länger, selbst mit dem Föhnen. Ich habe hier richtig dicke Schichten aufgetragen, dazu kommen wir ja dann halt noch. Grundsätzlich habe ich halt hier das Grau so gemischt, wie ich es gerne hätte, habe aber eher 50% Farbe, 50% Latex genommen, um eine noch dickere Mischung zu erreichen. Ich möchte nämlich die ganzen Freddy-Konturen hier großteilig verdecken. Das schaffe ich nicht nur mit mehreren Schichten, sondern eher auch mit dicken Schichten, also wo auch richtig Farbe mit dabei ist. Farbe sollte nur nicht überhand nehmen, also an der Stelle. Gucken wir uns mal gerade an, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier drüber gehe. Wie gesagt, ich habe hier schon Latex drauf. Das ist also etwas einfacher hier. Ja, streiche ich halt mit dem Pinsel und dann war es das. Muss man nicht viel machen oder beachten. Dann muss ich mir halt den Arm nicht immer schminken. Man muss sagen, das ist, als ob ihr da halt Neopren habt. Also es blockt das Abführen der Körperwärme. Egal, was die Haut versucht. Wird also darunter warm, kann dann auch gerötet werden. Das ist völlig in Ordnung. Ist ja nur an der einen Stelle. Aber natürlich trotzdem nachher nicht so geil und verschwitzt, kann natürlich auch zu verstopften Poren, Pickeln etc. führen oder anderen Hautunreinheiten, Problemen. Das nur mal an dieser Stelle. Jetzt nehmen wir noch den Haartrockner und föhnen mal ein bisschen drüber. Nie zu lang an einer Stelle. Es wirft sonst Blasen. So, jetzt kann man das entweder so machen, dass man wartet, bis hier vollständige Trocknung passiert ist, oder wir nehmen einfach direkt nochmal eine Schicht, nehmen aber in Kauf, dass es jetzt hier aufreißen kann. Also wenn ich was glatt haben möchte, sollte ich das nicht machen. Bei Jason ist es mir egal, beziehungsweise vielleicht sogar gewünscht, wenn er da ein bisschen Struktur im Ärmel hat, ne? Gerade wenn ich mir den Jason Anfang von Todesfall in Manhattan oder generell den im achten anschaue, wo er ja wirklich komplett immer nass aussieht und immer skelettierter und so weiter. Da hat er ja wirklich richtig Struktur, Fleisch abgefallen und. Ne? Das hatte Kane Hodder, der den ja gespielt hat, im Interview dann auch mehrfach gesagt. So. Also, dass er da halt immer nur nass und so weiter zu sehen sei. Und ja, hier reißen wir es langsam schon auf, das ist okay. So. Mal gerade schauen, ob ich überhaupt vom Farbton her. Ja, das ist okay. Sah nämlich aus, als ob die abweichen würden. Das kann natürlich passieren, weil ich mir das Grau ja gemischt habe mit Schwarz und dann muss man halt darauf achten. Gerade eben auch, was die hier angeht. Ja, die sieht jetzt auch schon ziemlich nass aus. Das finde ich sehr schön. Da sind jetzt aktuell zwei Schichten drauf. Man kann hier gar nicht oft genug föhnen, so dick wie ich die draufgetragen habe.
So, und das war's für diesen Teil. Ich mache einfach hier einen Schnitt und wir schauen mal, wie das dann weiter aussieht. So, wir haben jetzt mal drei Schichten auf die JSON-Maske aufgelatext und ich hatte ja mal bei meinem Freddy-Masken-Video, das ist ja immer im Prinzip hier einfach nur diese billige Freddy-Maske, und die ist mir mal hinten eingerissen. Damit das nicht mehr passiert, habe ich hier so eine Art Stopper hin. Ich habe einfach nur Malerkrepp genommen und zwei Streifen, damit es ein bisschen dicker ist, drüber. Jetzt nehme ich wieder meinen Latex und das war's. Ich streiche das drüber. Das verhindert's. Das ist ein sehr guter Schutz. Grundsätzlich. So. Ihr könnt natürlich auch das Malerkrepp benutzen an Stellen, die ihr kaschieren wollt. Das werden wir noch an einer oder anderen machen. Eine Schicht erstmal so reicht. Bisschen, das ist jetzt nicht dünn, aber auch nicht dick, irgendwo so mittel. Trocken föhnen. Ich zeige es euch mal absichtlich nicht. Denn die Farbe ändert sich ja, ne? Und jetzt seht ihr es schon gar nicht mehr. Wahnsinn, oder? Also wenn man weiß, wo es ist, ja. Das Ganze jetzt noch ein oder zweimal überpinselt mit dem restlichen Latex, was ich noch zur Verfügung habe. Und man wird es nicht mehr sehen.